Weil der möchte im Bundestag und da ist er dann auch gut und wir sind dann los. Und dann kann er von da seine Briefe in die bayerischen Heimat schreiben, die auch noch dazu mal der Film so unterzeichnet, hier im Hinterbankler. Aber es wird natürlich im Münchner Stadtrat gibt es natürlich schon noch ein paar Personen, die da vorkommen. Aber Sie sehen, in München haben wir ein bisschen andere Themen als bundesweit und das finde ich auch gut, damit wir einen schönen Münchner Stadtrat stehen. Herr Springer, die Allergie ist von Syrien. Wird diese internationale Thematik gar keine Rolle spielen? Oder? Naja, was ich quasi als Privatmensch, der dann doch natürlich in die Öffentlichkeit geht, denn viele meiner Kollegen, habe ich festgestellt, haben ein riesiges soziales Engagement, über das sie nicht sprechen oder das sie nur an die Öffentlichkeit bringen. Ich muss das aber tun, damit ich Unterstützung kriege. Ich möchte es nicht absichtlich raushalten aus der Starkbierrede, aber mein soziales Engagement, das taucht jetzt erst einmal nicht auf in einer 20 oder 30-minütigen Starkbierrede über München. Höchstens dann, wenn es damit zu tun hat. Aber ich finde, dass wir in München doch reichlich besser mit der Flüchtlingsthematik umgehen als in vielen anderen Orten Deutschlands. München ist, glaube ich, schon die Migrationsstadt schlechthin seit vielen Jahrzehnten. Der Münchner Hauptbahnhof war absolute Anlaufstelle für Zuwanderer, für Gastarbeiter schon seit den 60er Jahren. Und in München, glaube ich, hat jeder Dritte oder mehr als jeder Dritte sogenannten Migrationshintergrund, und damit meine ich nicht die Preisen, ironischerweise, sondern tatsächlich Leute, die vom Ausland kommen. Und die sind bestens integriert. Und ich glaube, ihr wisst es von der Wiesn, von den Gaststätten. Es gibt auch in den Unternehmen, es gibt hier nichts großartig zu problematisieren. Und auch unsere Pegida-Veranstaltungen am Montag werden in München sehr gut im Schach gehalten von ganz vielen Münchnern, die da auf die Straße gehen. Wird die Freiheit Naja, natürlich ist dieses Thema Trump auch in München da, aber das sage ich dann nicht, wie er in die Rede einfließt. Auf der anderen Seite, für mich persönlich als Kabarettist ist schon interessant, gibt es überhaupt noch einen Trump-Witz, der bisher noch nicht gemacht ist von allen Seiten? Es gibt auch kaum noch einen namhaften Politiker, der nicht mit Trump verglichen worden ist. Ich werde mich da ein bisschen zurückhalten. Und persönlich halte ich es für übertrieben, einige Wochen nach der Amtseinführung eines neuen Präsidenten, wo man doch schon einen Hollywood-Schauspieler als amerikanischen Präsidenten hat gehabt, wo man schon eine Öldynastie als US-Präsidenten gehabt hat, ist jetzt die Aufregung für mich persönlich ein bisschen zu groß, solange es noch amtierende Diktatoren gibt, mit denen wir gute Kontakte pflegen oder zumindest Staatschefs, die auf dem besten Wege dorthin sind. Ich glaube, dahin könnte man irgendwann dann auch wieder mal schauen, sonst wären wir noch blind vor Glocken.